Energy Change Mobility. Das ist das Motto des diesjährigen VCÖ Mobilitätspreises. Wenn man sich bewegen will, wenn man sich verändern will, dann braucht es dafür auch das Gespräch. Und ich freue mich, dass wir jetzt zwei besondere Gesprächspartner hier bei uns begrüßen dürfen. Frau Verkehrsministerin Doris Bures und Herr Lebensminister Nikolaus Belakovic. Herzlich willkommen. Frau Ministerin, dass die Zeit des billigen Erdöls vorbei ist, darüber sind sich die meisten Fachleute einig. Die Umstellung unserer Mobilität in Richtung Erdölunabhängigkeit geht aber natürlich nicht von heute auf morgen. Welche Weichenstellungen setzt denn das BMFIT schon heute und welche Bedeutung haben dabei insbesondere der öffentliche Verkehr und auch das Radfahren beispielsweise? Ich habe da schon so eine Vision, dass man in Zukunft, wenn man in St. Pölten wohnt, mit dem Fahrrad am St. Pöltener Bahnhof fährt, dass man dort in die Eisenbahn einsteigt, in die größte Elektromobilitätsflotte des Landes, die wir haben, wo wir so viel investieren, dass es in 2 Jahren möglich sein wird, in 25 Minuten von St. Pölten am Hauptbahnhof in Wien auch zu sein. Und in der Stadt steigt man in die U-Bahn ein und fährt auf den Arbeitsplatz. Und das ist eine Kette von sich fortbewegen, die ich für sinnvoll halte. In Sachen Gesamtbetrachtung, da habe ich in letzter Zeit vom VCÖ öfter einen neuen Begriff gehört, nämlich das Verkehrssparhaus. Nur dann ist ein Haus ein wirkliches Energiesparhaus, wenn es auch ein Verkehrssparhaus ist. Das heißt, die Personen, die dort leben, ohne eigenes Automobil sein können. Für die Wohnbauförderung würde das bedeuten, dass man die staffelt, dass das Einfamilienhaus, ich sage jetzt in der Pampa, dass jeder Gemeinde unheimlich viel Geld kostet, weil die Erschließungskosten so hoch sind und auch dem Haushalt langfristig viel Geld kostet, dass die von der Wohnbauförderung ausgenommen sind, während die errichteten Wohnflächen, die dann in der Nähe eines öffentlichen Verkehrsmittels sind oder die im verdichteten Flachbau sind, die unsere Ortszentren wieder beleben, dass die eine höhere Förderung bekommen. Das heißt, hier sind sehr wohl Maßnahmen möglich von Gebietskörperschaften und ich glaube, da liegt sehr viel Zukunft drinnen. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was der Herr Nowak jetzt auch besprochen hat. Was tun Sie, um den Weg aufzubereiten? Ja, mit Sicherheit tun wir einiges diesbezüglich, wobei jetzt dieser Begriff ja weiter gefasst wird, also sozusagen Gebäude und Verkehrslösungen insgesamt. Ich meine, es ist schon richtig, Teil der ganzen Klimaschutzkonzeption ist ja nicht nur der Verkehr, sondern eben auch der Bereich des Wohnbaus, der Bürogebäude, wo riesige Mengen, jetzt lasse ich den Verkehr mal weg, an Energie verloren gehen, einfach durch schlechte Dämmung und enormen Energieverlust. Herzlichen Dank, Frau Ministerin, Herr Minister, Herr Nowak, für diese Gesprächsrunde. Ja, und jetzt wird es spannend. Wer sind die diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen?